Okay, Freunde, es riecht wieder nach Beef. Mir wurde dieses Video zugeschickt und zwar soll es da um einen neu entstandenen Beef gehen zwischen Bego und Max Cameo. Aber ich muss euch ja leider enttäuschen, Freunde, denn diese Situation gibt es schon seit Wochen. Ich habe vor mehreren Wochen mit Bego darüber sogar gesprochen. Hab dem gesagt, Bruder, hau doch einfach ein Statement zu dieser ganzen Thematik raus, weil die paar Stories, die er da gepostet hatte, waren jetzt nicht so aussagekräftig. Und jetzt hat er hier einfach ein Interview geführt mit MC Boogie und Bilesch, absolut geiles Format, feier ich des Todes, und hat hier über Max Cameo geredet, dass er wohl fake sein soll, dass er ihn wohl ausgenutzt haben soll. Pipapo, wir gönnen uns das Ganze jetzt in ausführlicher Form. Das komplette Interview ist um einiges länger als das, was wir uns jetzt reinziehen werden. Da ziehe ich mir auch noch im Privaten komplett rein. Kann ich jedem von euch da draußen auch nur empfehlen. Und ich würde mal sagen, let's go. Oh, kommt jetzt eine Fitna. Also jetzt kommt ein bisschen Fitna. Also, du hast ja auch hier ein Video mit Max gedreht und so, ne? Max Cameo, mit dem war ich da früher. Und bei uns weiß ja jeder, also wenn du Max sagst, in irgendwelchen Clubhäusern oder so, dann sind die nicht so gut drauf zu sprechen. Ne? Also auch wie das Ganze angefangen hat damals. Max war mein Tätowierer. Er hat mich gefragt, ey, können wir Knastfreigang machen oder so? Wir machen ein Video zusammen. Ich war damals in Haft. Er hat dir doch den Hubschrauber auch geholt und so. Ach, was für Hubschrauber geholt? Denkst du, ich bin damit geflogen? Gesehen. Nein, aber du weißt, jetzt weiß geflogen? Ich ja wieder auch. Ach, klar. Hör mal, das ist so ein Fake. Ja. Guck mal, ich habe gedacht, das ist ein Freund von mir. Ich habe aber nicht gecheckt, wie viel Fake dahinter steckt, dass er sich alles auf unseren quasi Ruf aufbauen will, auf der Straße, um akzeptiert zu werden. Weil natürlich, wenn jemand sagt, der hängt mit denen und denen ab, kann keiner zu ihm gehen und sagen, ey, was hast du da in deinem YouTube da für eine Show gemacht und ihm einen auf die Nase geben. Ne? Das Ganze fing ja an, Knastfreigang, er hat da sein Helikopter, ja, natürlich, ne, angeblich holt mich ein Lambo ab. Dieser Lambo, das ist, der gehört einem Kollegen von mir. Ne? Dein eigener? So, ja, sicher. Er hat mich gefragt, kannst du da was klar machen und wir machen ein bisschen was auf YouTube. Ich sag, ja klar, wir machen das auf humoristische Art und Weise, wir machen ein bisschen Comedy. Später hat er angefangen, wirklich das ernst zu nehmen. Ich dachte wirklich, der Junge hat eine Psychose. Er hat auf einmal angefangen zu glauben, er ist ein Zuhälter. Er hat noch nie eine Frau gesehen. Ich küsse doch sein Herz, Jan. Ja, Bego. Mit dem bin ich so. Mit Bego bin ich wirklich so und freut mich, dass er in letzter Zeit wirklich einen Schub an Erfolg kriegt. Er hatte seinen Song rausgebracht, hat dafür sehr, sehr viel Hate kassiert. Ich hatte seinen Song gepusht. War jetzt nicht mein Geschmack, habe ich ihm im Privaten auch geschrieben. Ihr wisst, ich höre nicht so eine Art von Songs. Aber alles in allem war der Song trotzdem stark. Und das Lustige daran ist, er wurde dafür gehatet. Er hat was ausprobiert. Naja, ihr wisst ja, wie die Menschen größtenteils hier sind. Nichts gönnerisch. Jetzt, vor kurzem, hat The Game, ja, also der echte The Game aus Amerika, ihm Props für den Song gegeben, hat es in seine eigene Story gepostet mit zig Millionen Followern und ja, ich denke mal, das sollte Anerkennung genug sein, wenn so ein Weltklasse-Künstler, The Game ist zum Beispiel genau das, was ich höre, ob es nun The Game, 50 Cent, Pipapo, diese ganze amerikanische Hip-Hop von früher, wenn du von so jemandem Props gibst, dann Respekt, Digga, dann hast du es wirklich geschafft und unterm Strich ist Bego wirklich ein stabiler Junge. Also das ist wirklich, dass er sich in YouTube reinsetzt, in irgendwelchen Interviews und erzählt, ich bin der größte Zuhälter Deutschlands. Danach kam Soman. Soman ist auch ein Freund von mir. Soman hat ihm dann quasi die Kontakte aufgebaut, sodass er nach Amsterdam gehen kann mit Modinho zusammen. Der kennt die Leute doch alle gar nicht. Der kennt doch keinen einzigen von denen. Die ganzen Kontakte sind über Soman, über mich, über Modinho entstanden. Die Leute haben ihn nur nicht, wie viele Gespräche ich hatte mit irgendwelchen Rockern, die mich respektieren und gesagt haben, ey Bego, wir respektieren dich, du bist unser Homeboy so. Aber was labert der da? Der erzählt die Geschichten von irgendwelchen Freunden oder von irgendwas. Er erzählt die, als wären das seine eigenen. Und das Schlimmste ist, wo dann unser Bruch kam, war der einzige Grund, warum ich schlecht über ihn rede. Wir sind seit 2 Jahren, 1,5 Jahren, haben wir keinen Kontakt. Man muss dazu sagen, ganz kurz, ich wusste das nicht. Ich dachte, ihr seid immer noch Homeboys. Natürlich, weil ich das auch nie erwähnt habe. Ist nichts Öffentliches, ne? Es ist nichts Öffentliches. Hast du noch nie erzählt? Ich habe noch nie irgendetwas darüber erzählt. Da bist du hier genau richtig. Das Einzige, warum ich das auch erzähle, ist, weil ich sehe, was er macht. Er hat wirklich das quasi jetzt in die Tat umgesetzt, was er damals schon angekündigt hat. Er hat damals gesagt, ey, du kennst doch hier diese Osmanen-Gruppierung und so. Ich so, ja, die aus Frankfurt. Ja, warum? Ja, wenn YouTube nicht läuft und so, wenn das nicht so viel Geld einbringt, wie ich denke, dann werde ich das wie die machen. Ich werde so eine Art Club gründen, eigenen Club. Und dann soll einfach jedes Mitglied mir im Monat 20, 30, 40 Euro geben, etc. Und jetzt hat er, so schlau wie er ist, also er ist ja kein dummer Kopf. Er ist ein unempathischer Mensch quasi. Er ist ein sehr egoistischer Mensch. Also er denkt wirklich nur an seinen Profit so. Wie er an das bekommt, was er hat, dann vergisst er die Menschen um sich herum, wenn er das bekommen hat, was er wollte. Ja.
Dann lässt er die Leute fallen. Hat auch bei mir gemacht. Als die Knastfreigänge dann nicht mehr die Klicks bekommen haben, hat er sich einfach nicht mehr gemeldet. Ne? War mir dann auch zu dumm, habe ich mich auch nicht gemeldet. Aber ich habe es einfach ruhen lassen. Ich habe ihn einfach machen lassen. Ich habe ihn nie angerufen. Ich habe nie gesagt, pass mal auf, guck mal, du hast jetzt auf meinen Nacken, auf unseren Namen, hast du dir was aufgebaut, ich will was abhaben. Ich habe ihn machen lassen. Wenn er Erfolg gehabt hätte, ich hätte ihm sogar gegönnt. Aber er macht momentan etwas, was ich nicht cool finde. Er hat damals halt, wie gesagt, dieses Beispiel mit den Osmanen, er hat gesagt, ich gründe einen Club und nehme dann von den ganzen Mitgliedern, den ganzen jungen Zuschauern etc., nehme ich Gelder ein. Jetzt hat er das gemacht, ich weiß nicht, wie er das nennt. Kann ich dir ganz kurz mal folgen? Warum sagst du Osman? Ist doch bei ganz vielen Clubs so, das krass geht ja in jedem Club. Was ist daran anders? Die machen es bei jedem, dass jeder hat das Beispiel genannt. Max Camillo hat das Beispiel genannt. Er hat, das mir so quasi als Beispiel genannt, damit ich checke, was er vorhat. Da hat MC Boogie recht, das macht jeder Club. Bezahlen halt monatlichen Betrag, dafür sind die dann immer im Clubhaus irgendwie und da gibt es immer Essen umsonst, Trinken umsonst. So das ganze Programm, die haben dann so eine Art Zugehörigkeit. Ist ja eine Familie. Ich investiere ja auch in meine Familie. Wenn wir einkaufen gehen, kaufen wir für alle ein. Muss halt jeder für sich selbst wissen. Wenn die es gerne machen, ist ja in Ordnung, sollen die machen. Da kann jeder dann das Mitglied werden, Member. Das weiß ich gar nicht. Ich kenne den Club jetzt gar nicht so. Das war nur Maxi Kimeus. Also das war von Max das Beispiel. Das war seine Aussage. Und jetzt hat er halt dieses, ich weiß nicht, wie er es nennt, irgendwas mit, auf jeden Fall rettet die Bäume, irgendwie sowas rettet den Wald. Er lässt sich quasi auf ganz schlaue Art und Weise, als würde er was Gutes, Wohltätiges tun, Land kaufen auf sich, finanziert durch seine Follower. Dieses Land ist aber dann sein Eigentum. Das bedeutet, er erzählt quasi nach vorne hin, wir retten Wälder, wir tun was Gutes, was Wohltätiges. Die Leute spenden monatlich ihre 40, 50 Euro Mitgliedsbeitrag oder 20 Euro, ich weiß es jetzt nicht. So, aber das ist natürlich dann alles Besitz, was ihm gehört. Das heißt quasi um die Ecke. Weil normalerweise, wenn jemand sagt, zahlt mir einen Mitgliedsbeitrag, dann fragen die Leute auch, okay, was bekomme ich dafür? Ja. Und wo geht das hin? Und so hat er natürlich eine gute Ausrede. Es geht in die Wälder, die wir retten. Wir tun was für die Umwelt. Ne? Also schon sehr durchdacht. Er macht das alles, was er macht, macht das schon sehr schlau. Auch die ganzen Interviews, er setzt sich ins Fernsehen. Hä, aber das kann doch nicht einfach so funktionieren. Man wird doch kontrolliert hier in Deutschland so. Und sagt, er ist Zuhälter. Dann haben natürlich Soman zum Beispiel, er hat ihn dann reingebracht in Eierberg, in die ganzen Rotlichtviertel bei uns, die ganzen Clubs. Er kennt die Leute ja nicht. Aber er war da noch nie. Also er hat da noch nie eine Alte gehabt, er war noch nie ein Zuhälter. Aber er ist doch einmal sein alten Bordell, ist er doch da. Das war nicht sein altes Bordell, das war alles. Er kennt einen Besitzer von einem Etablissement, so, mit denen ist er befreundet, die tätowiert er. Er kennt halt viele Menschen durch Tätowieren. Und dann hat er so getan, als wäre das seins. Ach so. Also er hat den Hubschrauber geholt. Ihr seid nicht und dann, geflogen damit? Guck mal, ich erzähl dir das. Da hat mein Kollege auch nämlich das gesagt, also du bist viel zu naiv und viel zu nett. Wir sind dann da und er ruft mich dahin und wir drehen das Ganze. Und er musste dann Geld bezahlen. Ich war ja wirklich im Knast. Also das Einzige, was dann im Knast freiging, stimmt, ist, dass ich wirklich zu der Zeit im Knast saß. Ich hatte da Ausgang. Und wir gehen dann dahin, wollen drehen. Was nicht cool ist, Leute, ne? Nicht, dass ihr das falsch versteht. Der will damit nicht sagen, dass es cool im Knast zu sein. Ich kenne keinen, der sagt, wie geil, da muss ich nochmal rein. Brrr! Geiler Rhyme. Nein, ist es nicht, Leute. Jeder macht mal Fehler. Unterm Strich, trotzdem ist Bego ein guter Junge. Warum? Ich rede immer aus eigener Erfahrung. Erinnert ihr euch noch an meinen Stress, den ich mit Arafat hatte aus Berlin? Ohne, dass Bego mir ein Wort sagt, hat er und Sadik, kennt ihr auch, der Rapper, mit dem bin ich auch so. Die beiden haben im Hintergrund mit Arafat geredet, gesagt, ey Bruder, was soll das? So. Wieso hast du Masak in deine Story gepackt? Hast versucht, ihn schlecht darstellen zu lassen. Der ist korrekt, der ist dies, der ist das, der ist tralala. Erst dann hat Arafat gecheckt, so wessen Story er da gepostet hatte, so hat er mir das dann erzählt. Ich habe ja am Tag darauf, nachdem die wohl in der Nacht mit ihm geklärt hatten, hatte sich Arafat am Morgen gemeldet, habe ich mit Arafat gelabert, Videochattet, geredet, der hat mir alles erklärt, dann war die Sache erledigt. Und da habe ich gemerkt einfach, Bego, ein gerader Mensch, Sadik, ein gerader Mensch. Ohne mir überhaupt ein Wort zu sagen, ohne mich darauf anzusprechen, haben die im Hintergrund geklärt. Das nenne ich mal Stabilität. Wir sind dann da, hat halt ein bisschen alles gedauert mit Filmen. Sorry. Und dann sagt der Typ, weil das Ganze hat so 500 Euro gekostet mit dem Helikopter. Also ja, wenn ihr jetzt noch ein bisschen länger braucht, also wenn er noch fliegen soll, wenn ich noch fliegen soll, müsste er irgendwie einen Huni extra zahlen oder so. Und da meint er so, ja, scheiß drauf, wir haben doch jetzt eh die Szene, wo ich fliege. Dann sagen wir einfach, du fliegst jetzt, müssen wir gar nicht auf Kamera machen. Ich gucke ihn an, ich so, ja, ist egal, wenn du ein bisschen Geld sparen kannst, ich bin ja jetzt nicht scheiß drauf, ich muss jetzt nicht mit Helikopter fliegen, alles gut. So, und dann meinte schon mein Kollege zu mir, Hakim war dabei, also, Bruder, du bist viel zu nett, guck mal, er baut sich jetzt was auf YouTube auf. Guck, ob da auch später was zurückkommt, ob er später auch für dich was macht. Ja, alles gut, nein, Max, der ist korrekt, das ist wirklich ein super Junge und so. Und dann
Und das weiß ich noch. Dann waren wir da auf dem Parkplatz. Also ja, komm, wir machen jetzt noch eine Szene, wo wir Steak essen. Dann fragte mich, also ich war im Knast zu dem Zeitpunkt. Jeder weiß, wer im Knast ist, du bist broke. Im Knast, du hast keine Möglichkeit, Geld zu verdienen. Und als Millionär in den Knast reingehst, du kommst wieder ohne Geld raus. Ist einfach so. Er fragt mich tatsächlich, ja, Bruder, hast du noch einen Fuffi? So, weil ich habe jetzt voll viel für Helikopter bezahlt. Kannst du dein Steak heute selber zahlen? Da habe ich ihn angeguckt. Ich so, guck mal, ich drehe schon für dich quasi, ich opfer meine 4 Stunden Freigang, die ich habe, um mit dir ein Video zu drehen. Ne? So wie ich gebe dir quasi die Jungs, die ich habe, meine Connections. Das Kostbarste, was es gibt, hat er ihm gegeben. Seine Zeit in Freiheit, allgemein Zeit. Alles, was du drehen kannst, alles, was du machen kannst. Soll ich auch noch mein Steak selber zahlen? Da hat er sich schon selber geschämt und hat dann selber gesagt, also, naja, alles gut und so, ist nur ein bisschen kritisch, weil ich will das Haus kaufen, bla bla bla, diese Geschichten. So, ne? Da dachte ich mir auch, ich so, okay, du hast jetzt 100.000 unterm Kopfkissen, weil du ein Haus kaufen willst, aber fragst mich jetzt nach 50 Euro für ein Steak, während ich im Knast sitze. Ne, so. Na gut, ich will jetzt aber auch nicht zu viel Fitner machen. Ne? Ich bin mal gespannt, ob er darauf antwortet, ob er was zu sagen hat. Vielleicht sieht er das Ganze ja nochmal ein bisschen anders. Aber Fakt ist, er hat halt sehr viel aufgebaut. Auf den Nacken von mir, auf den Nacken von Soman, Mudinho. Er hat ja alles auf seine Hood-Stories aufgebaut. Das darf man ja auch nicht vergessen. Und da kam halt bei keinem der Jungs was zurück. Ja, auch Soman. Also ich wette, Soman, ich werde nochmal mit dem reden. Ich werde auch zu dem sagen, guck mal, also, der Typ wird dich hängen lassen. Ne? Und wenn es nicht schon sogar so weit ist, weil ich sehe auch bei denen keine Stories mehr zusammen oder dieses Gleiche etc. Ne? Und ich wette, der hat da dieselben Erfahrungen gemacht wie ich. Ich hatte auch einfach, er hat sich einfach nicht mehr gemeldet. Und wie war, bevor der YouTube-Dreh war, wo du Freigang hattest, vor wie lange warst du im Knast? Ich bin ja immer wieder reingegangen, rausgegangen. Aber an der Zeit, also die Haft in dem Moment, in der Zeit, mit der Helikopterzeit? Wie lange ich da schon oder kanntest du ihn davor überhaupt richtig, wie er ist, wie man so dachte? Wir kannten uns, ja klar, wir kannten uns, er war mein Tätowierer, er hat mich tätowiert. Wir kannten uns davor, haben ab und zu immer mal gechillt auch, er hat mich tätowiert, sind Shisha rauchen gegangen. Wir waren eigentlich cool, wir waren wirklich sehr cool, so, wir haben uns gemocht. Das Problem ist einfach nur, wenn du halt quasi bestimmte Leute kennst, dann wollen Leute immer cool mit dir sein. Ja. Weil die dann denken, du kannst die mal nach Berlin mitnehmen oder du kannst die mal da mitnehmen und der kann da profitieren. Das ist auch dieses Naive, was ich dann auch lernen musste abzulegen. Weil ich dachte, ich auch. Genau, ich dachte, die Leute finden mich cool und wollen mit mir chillen. Ne? Was oft gar nicht der Fall war. Die wollten einfach nur über mich an andere Leute rankommen. Ne? Das muss ich dann auch lernen. Bei ihm war es dann tatsächlich, hat sich im Endeffekt rausgestellt, genau so ein Fall, obwohl ich nicht von ihm erwartet habe. Weil in dem Video sieht man einfach, dass ich ihn noch immer gepusht habe und dass ich wirklich, was ich tun konnte, für ihn getan habe. Ja, so viel zu dem, was Bego über Max Cameo erzählt hat. Ich werde mir jetzt das restliche Video hier reinziehen. Würde ich euch auch empfehlen. Ist unten verlinkt in der Videobeschreibung. Dem Boogie gönne ich das vom ganzen Herzen. Er hatte mich vor einiger Zeit tatsächlich sogar angeschrieben. Wir haben ein bisschen hin und her geschnackt. Absolut sympathischer, korrekter Typ, der straight ist, der gerade ist und der wirklich sein Herz auf der Zunge trägt. Ja, der ist nicht so manipulativ, nicht so, ihr wisst, worauf ich hinaus will. Absolut geiler Typ. Geht bitte auf seinen Kanal drauf, unterstützt ihn. Der hatte mir da auch erzählt, dass sie eine Zeit lang ruhig gemacht hatten. Jetzt sind die wieder am Start. Helfen wir denen mal, diesen kleinen Schub zu kriegen am Anfang. Ansonsten bleibt mir nicht mehr zu sagen, außer schreibt ihr mal eure Meinung unten in die Kommentare rein. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dann und ciao.